Geil, oder? Das ist so genial, das Hotel. Unsere Schiffe hier, die würden jetzt nicht, glaube ich, Schoß von uns auf Wasserschiffe zeigen oder umgekehrt. Ja, sehen wir die ganzen Stoffball. Und hier werden dann die ganzen Kostüme hergestellt. Das betroffen wird das Lager für Stoffe, die aktuell noch gebraucht werden, die man nicht rüberfahren muss, wir haben keine Ahnung mehr davon. Und teilweise Dinge, die wir aktuell nicht verbrauchen, teilweise Dinge auch, die dann als wir brauchen von einigen Stoffen ein bisschen mehr. Stichwort Jacketbeams, Standardhemden. Ausstattung der Menschen mit einiges verbrauchen, da gehört natürlich auch das Thema Make-up dazu. Wir haben ähnlich wie im Kostüm einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch, was die Make-ups angeht in dem Bereich. Frau Christiane Held hier verantwortet den Bereich Maske, wo Make-up-Arten von Lücken entwickelt, umgesetzt und dann auch an die Menschen gebracht werden. Und wofür ist der Verantwortung? Ja, also hier in der Maske werden eben die Make-ups A entwickelt, B dann eben für die Darsteller nochmal genau geshootet, das erkläre ich gleich nochmal, und dann eben kommen die Darsteller, die ja ungefähr 6 bis 8 Wochen Probenzeit hier in Hamburg haben, zweimal in dieser Probenzeit hierher zu mir und meinen Kolleginnen und bekommen diese Make-ups beigebracht. Das heißt, die sitzen hier, schminken ihre Make-ups selber, werden korrigiert dabei, nicht nur was das Make-up selber angeht, sondern eben auch was Techniken, Schminktechniken angeht. Unsere Make-ups bewegen sich in der Range von einem, ich sag mal, normalen Beauty-Make-up bis hin zu wirklich das Geschlecht, die Form, die Farbe des Gesichts komplett verändernden Make-ups. Ich habe da mal so ein paar. Die gereinigt, die werden hier wieder instand gesetzt. Wir haben Friseurmeister hier, die uns die verrückten Friseuren dann auch immer wieder herrichten. Und in dem Volumen, das da existent ist, habe ich leider gar keine Zahl, weil wir haben mal versucht, die Produkte zu zählen und wir haben das nicht geschafft. Also wenn man hier die Show sieht mit dem Rothaarperücken Sweet Dreams, da haben alle 7 weiblichen Darstellerinnen diese Perücke auf. Die haben sie auf 4 Schiffen, spielt die Show. Die haben sie 2-mal ausgestattet bekommen, weil sie die Show 2-mal spielen. Natürlich schicken wir die nicht mit durchgeschwitzten Perücken das 2. Mal auf die Bühne. Das heißt, das sind 14 pro Schiff. Mal 4 sind schon Kopfrechnen Spaß, 56. Und so viele sind immer im Einsatz. Das heißt aber, mindestens so viele sind gerade im Container auf dem Weg zum Schiff oder vom Schiff, von der vorigen Cast oder von der nachfolgenden Cast. Einige haben wir hier in Reserve. Also von so einer Brücke haben wir gut und gerne mal 130, 140 Stück. Das geht also ratzfatz, das geht ganz schnell. Und dann so aufwendige Dinge natürlich, die werden dann an Bord auch vorgehalten. Wir tauschen den immer regelmäßig aus, dass die hier wieder in Form sind. Die neuen Schuhe. Wir haben hinten dann einen Raum, da sind die ganzen Braufenschuhe drin, die wir dann den Darstellern für weitere Verträge und in der Regel werden alle gerne weitere Verträge mit uns wieder zukommen. Ja, aber echt. Das sind die Schuhe, wenn man die Akrobaten richtig anhört. Mhm. Siehst du immer, die wo richtig sprungschwachen Sachen machen, ne? Wahnsinn, oder? Ich finde das hier eine Kiste. Kann man das aussuchen? Das sind jetzt die Produktionen in zig verschiedene Größen. Die Aida Prima. Genau, im Schoß. Mhm. Ja, wieder prima. Das ist richtig fester Stoff. Das merkt man schon, dass das wirklich lange hält. Oh, was machen? Genau, das sind Schoß, die gehen jetzt. Das ist die neue Schiffsklasse für die Prima. Ist das eine neue Schoß, die wir entwickelt haben? Wartet jetzt quasi auf die Fische. Ich bringe dann wieder gerne dieses Jahr. Wow. Ja, bald ist wieder Schlagerhof in Hamburg, da muss ich hier doppelt abschließen. Oh, wow. Da laufen die ganzen Sachen durch. Wie heißt das? Schlagermuff? Schlagermuff. James Bond, Charlie, Dancing, Sissy. Alles da. Sissy. Alles klar, ja. Ja, wir haben alles da.
Jetzt dürfen wir jetzt mal was mitnehmen. Wahnsinn. Das ist hier das ganze Fundus. In allen in verschiedenen Größen. Die ganzen teuren Mäntel. Wahnsinn. Für die AIDA. Mit Leinern, dass man alles schön sehen kann. Platz haben. Ja, genau, zum Beispiel so. Bitte keine Fotos machen. Okay. Dankeschön. Einem schönen Haus. Ein Riesenhaus, hier lernen wir jetzt kennen, wo die ganzen. Das ist die Badehalle. Family Entertainment nicht nur für unsere Kids und vor allen Dingen auch die Teams in den Ferienzeiten. Hier sind auch ein Team, ein schlagkräftiges Team am Start, die sich immer wieder neue Sachen einfallen lassen, die alle zwei Jahre neue Kids-Shows kreieren. Die neueste, die wir jetzt gerade haben. Da ist es ein bisschen schade, dass sie nur zwei Jahre läuft, weil die hat, ich weiß nicht, kennen die meine Freunde, deine Freunde, die Band, diese Jugendband?
so im Erwachsenenbereich nicht ganz, aber kann man sich als Erwachsener echt gut anhören. Auf jeden Fall haben die eine Top-Kids-Show gemacht und die will man am liebsten zwei oder drei Mal sehen, ne? wenn man die an Bord gesehen hat. Also richtig coole Musik, für alle was dabei, von ganz klein bis ganz groß. Die sind alle mit Hip-Hop und was sie nicht alles auf der Bühne machen und was sie dann in der Reise einstudieren, sind die halt komplett Feuer und Flamme die ganze Zeit. Aber haben sie vielleicht sowieso schon auch gehört, dass die Kinder im Kids-Club meistens nur so mit großen Überredungskünsten irgendwie wieder rauskommen. Und dass es irgendwie schwierig ist, die mal mit auf den Ausflug zu nehmen, weil es einfach, ja, das Team ist toll und die machen so schöne Sachen mit den Kids und haben auch immer jede Menge Geschenke. Müssen wir Eltern dann mal gucken, wie wir das wieder ausgleichen am Ende nach den Ferien. Das sagen jetzt die nicht immer so viele Geschenke wie auf Reihen. Aber nein, also das ist eben auch ein Bereich, den wir hier verantworten. Zusätzlich dazu unsere Gastgeber an Bord, ganz wichtig, die Kollegen vom Entertainment Manager und seinem Entertainment Office Manager. Das sind einfach die Kollegen an Bord, die ihren Gästen am nächsten stehen. Die sind immer da, die sind da für Fragen, die sind aber auch da für Aktionen, für Spiele. Das sind die, die eigentlich durch den Tag leiten. Das ist ein Team von Kollegen, die erkennt man an so, Farbe, Aubergine, Violett, Lila. Also die haben halt, sind auch sehr prägnant an Bord. Also wenn jemand eine Frage hat oder vielleicht heute noch nicht weiß, was er so tun soll, dann also idealerweise Gastgeber ansprechen. Die haben immer Top-Ideen so automatisch drauf. Und da haben sie dann alle Informationen, die sie zur Reise brauchen. Das System wird jetzt auch gerade nochmal erweitert. Wer jetzt unbedingt möchte, kann da auch seine Bordrechnung zwischendurch angucken. Aber muss man ja nicht. Aber gibt es dann auch zukünftig eine Chatfunktion, dass ich irgendwie Mitreisende finde oder dass man eine kleine Community gründen kann von Interessensgruppen? Wer kommt mit auf den und den Ausflug oder was auch immer? Also das System entwickelt sich ständig weiter und da sind wir eigentlich auch relativ weit vorne mit AIDA, was solche Techniken angeht, auf Schiffen weltweit. Ebenfalls abrufbar über dieses Portal ist der iKiosk. Ich weiß nicht, wer weiß es von Ihnen? Was ist es? Es ist ein digitaler Kiosk und da haben unsere Gäste die Möglichkeit, sich ihre Tageszeitungen oder die Busch oder die Magazine, die sie gerne lesen, auch im Urlaub für fast den Kioskpreis runterzuladen. Also voraussetzung machen ein Tablet, PC oder ein ich will jetzt keine Marken, wie heißt die Smartphones, Notebooks. Also alles, was so internetfähig ist, kann eben im Portal Zeitungen runterladen und wir transregeln anschließend, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und was viele auch nicht wissen, es gibt wirklich auf fast allen Reisen, die destinationsmäßig so interessant sind und auch die richtige Länge haben, Lektoren. Auch auf AIDA. Und da legen ganz viele Gäste ganz viel Wert drauf, dass es eben Lektoren auch auf diesen Schiffen gibt. Nicht nur auf MS Deutschland. Gibt es ja nicht mehr. So. Also, wie gesagt, gucken Sie einfach mal, würde ich Ihnen ans Herz legen, da mal reinzugucken in dieses Programm. Da steckt unheimlich viel Herzblut dahinter. Das machen Kollegen, die sich mit jedem einzelnen Programm auseinandersetzen und sagen, ist das was für unsere Gäste und können wir da was machen. Und jetzt geht's rund. Wir haben schon ein ordentliches Programm fürs nächste Jahr, wo Ihre Gäste wirklich für alle Interessensgruppen spezielle Themen finden, wenn sie sich im Urlaub weiterentwickeln wollen oder wenn sie sagen, boah, ich will mal so eine Beauty- und Sportreise machen oder eigentlich wiege ich zu viel, aber irgendwie will ich jetzt auch nicht eine Fastenkur machen, ich möchte lieber Urlaub machen auf AIDA und ich will lecker essen, aber wie wär's denn, wenn ich ja nicht 5 Kilo zunehme, sondern vielleicht irgendwie mit einer guten Figur und wohlgenährt und Hause kommen und habe dann Inspiration. Das gibt es jetzt alles. Gab es vorher auch, aber wir erzählen es jetzt. Vorher war es so, der Gast ist an Bord gekommen, das gab es super, mache ich mit oder mache ich nicht mit. Jetzt haben Sie die Möglichkeit vorher zu gucken unter www.aida.de/AIDA+. Was gibt es für Programme? Und wenn Sie halt jetzt jemanden haben, der ins Reisebüro kommt und sagt, ach, ich muss mal irgendwie so eine Fitnessreise machen. Dann können Sie sagen, ja, warte, ich guck mal bei AIDA, die haben ja ein tolles Angebot, mal gucken, ob Ihr Termin dabei ist. Ja, oder eine Yoga-Reise oder sowas. Also wenn die das irgendwie im Moment googeln, dann finden sie das leider nicht. Also ne, wenn ich google irgendwie Yoga-Reise, dann kommt AIDA leider noch nicht.
Da, das entwickelt sich noch. Aber wenn Sie auf unsere Internetseite schauen. So, hier ist die Schnittabteilung. Hier beginnt quasi jede Show. Also wenn wir dann den Auftrag haben, rausgeben an den Designer, dann setzen wir uns hier mit dem zusammen, besprechen die Entwürfe. Da können wir gleich am Flur nochmal sehen, was es da so für Figuren gibt. Das besprechen wir mit dem einmal und versuchen dann die Entwürfe dementsprechend umzusetzen. Es wird mittlerweile alles am Computer gemacht. Wir haben, ich glaube, 18 Programme mittlerweile. Noch einmal mit drei Stück, das ist für die Musterentwicklung für die Feststoffkostüme, wir haben so einen gleichen Raum nochmal für Elastik. Wir haben unheimlich viel mit dem Thema Elastik zu tun, weil wir viele Testtubes haben, viele Bodies, die ganzen Tanzsachen sind elastische Werkstoffe, alles was Artisten angeht, ist fast ausschließlich Elastik. Und da sind die Maschinen natürlich anders eingestellt, aber auch das Know-how der Menschen ist eigentlich ein bisschen ausgeprägt. Da haben wir ein spezielles Setup für und haben ungefähr in der Größe nochmal das Ganze als Fertigungswerkstatt. Zusammen mit der Fertigungswerkstatt machen wir 6.000 Kostümteile pro Jahr etwa. Davon entstehen 1.500 hier, das sind aber die ersten Muster, die wir schon machen. Den Rest machen wir mit Partnern in der Umgebung. Das sind in der Regel kleine Ateliers und Gewerke hier in Hamburg bis nach Berlin raus, die uns dazu arbeiten. Hier schauen wir immer gerne noch rein. Das sind alles nur die... die Schnitte, die Schablonen für laufende Produktion und Schuss. Also all das brauchen wir aktuell noch, um Kostüme zu produzieren. Und da sieht man einmal mehr, in welcher Bandbreite und Vielfalt wir hier eigentlich unterwegs sind. Und wenn Sie die Augen immer mal schweifen lassen über diese Kostümständer, die überall stehen, es ist halt wirklich von allem was dabei, was man sich vorstellen kann. Also wir haben tatsächlich auch die Cowboy und Indianer, wir haben die Könige und wir haben Romeo und Julia und wir haben... Der eine oder andere hat es vorhin im Fittingraum gesehen, als er da reingespickt hat. Wir haben Lederschoß und Dinge mit Abenteilern, Dinge mit Strapsen. Und das alles hat verschiedene Techniken, das alles hat verschiedene Stoffe. Wir haben Schoß teilweise nur auf einem Schiff, wir halten das also extra nur auf einem Schiff vor und machen so böse Sachen über die ganze Bandbreite. Das heißt, die Vielfalt einfach an.
Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.